So, das Unterteil der Vakuumsonde ist entweder diese Glockensonde mit einem Schaumgummi hier versehen und dem angesprochenen aufschäumbaren Schaumgummi, der verhindert, dass Wasser hier angesaugt wird. Aber wofür oder für welche Oberflächen wird eigentlich diese Sonde verwendet? Also für Oberflächen wie Gras, wie niedrig bewachsene Oberflächen oder auch flache Oberflächen, wie Schotteroberflächen, da kann ich jeweils diese Sonde einsetzen. Wenn die feucht wird, umso besser, saugt sich also dann einfach nochmal fester an. Die Bohrlochsonde wird dafür eingesetzt, dass man wirklich durch feste Oberflächen wie Asphaltoberflächen durchbohrt oder durch die Kreuzfugen von Pflastersteinen durchbohrt, die dort hineinsteckt und dann einfach mit der starken Absaugleistung die Bodenprobe entnimmt. Die Sonde ist natürlich auch dafür gedacht, dass man mit einem Erdstecker sich kleine Probelöcher sticht und dann eben abgedichtet in den Boden hineingeht, sodass es eben auch bei unebenen oder unbefestigten Oberflächen, aber mit Gestrüpp, mit hohem Bewuchs eine sehr gute Möglichkeit ist, die ich jetzt mit der flachen Glockensonde eben nicht hätte. Also diese beiden Sonden sind sinnvoll unter verschiedenen oder bei verschiedenen Oberflächen halt einzusetzen.